Jo, hallo Leute, hier ist euer Pitbull. Heute gab es eine Bombendrohung bei der Dresdner Verkehrsbetriebe. So Leute, hört mal zu. Eine Frau hat gedroht, in einer Straßenbahn in Dresden eine Bombe zu zünden. Sofort wurden sämtliche Fahrzeuge gestoppt und evakuiert. Bereits Dienstagabend wurden der Polizei zwei ähnliche Drohanrufe gemeldet. Oh mein Gott, Leute. So, im Kundenzentrum der Dresdner Verkehrsbetriebe auf dem Postplatz ist am Nachmittag eine Bombendrohung eingegangen. Eine Sprecherin der Polizeibehörde sagte, eine unbekannte Frau habe am Telefon damit gedroht, zu einer bestimmten Zeit am Nachmittag in einer Straßenbahn eine Bombe zu zünden. Oh mein Gott, ey. Daraufhin ließen die Dresdner Verkehrsbetriebe alle 145 Straßenbahnen in der Stadt anhalten und evakuieren. In 15 Minuten lang drehte sich kein Rad, nachdem der Zeitpunkt der angeblichen Sprengung verstrichen war und die Polizei den Fall geprüft hatte, gab die DVB Entwarnung. Alle Bahnen sind wieder unterwegs. So, zwei ähnliche Drohanrufe am Dienstagabend. Die Polizei geht davon aus, dass die Anruferin ihre Drohung nicht ernst gemeint hat und will die Frau ausfindig machen. Es wurde Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen. Gleichens gilt für zwei Drohungen gegen ein Lokal und ein Heim im Dresdner Stadtgebiet, die bereits am Dienstagabend eingingen. In beiden Fällen hatte die Anruferin einen ähnlichen Wortlaut verwendet. Oh mein Gott! Das interessiert mich null. So, dann habt ihr das schon mal gehört, geht hier weiter. Alle Straßenbahnen in Dresden, sind evakuiert worden. Dresden, eine Bombendrohung, genau. Eine Bombendrohung hat am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr das Dresdner Straßenbahnnetz für eine Viertelstunde komplett lahmgelegt. Wie die Polizei mitteilte, mussten alle Insassen sämtlicher 145 Bahnen, die zum Zeitpunkt in Betrieb waren, die Fahrzeuge verlassen. Nach kurzer Zeit gab es jedoch die Entwarnung. Der Verkehr lief normal weiter. Am Nachmittag hatte eine unbekannte Frau im Kundencenter der Dresdner Verkehrsbetriebe, DVB, am Postplatz eingerufen und gedroht, um 16 Uhr einen Sprengsatz in einer Tram zu zünden. DVB-Mitarbeiter verständigen daraufhin die Beamten. Nach Prüfung der Anrufumstände geht die Polizei nicht von einer Ernsthaftigkeit der Bedrohung aus, teilte Polizeisprecherin Jana Ulbricht mit. Die Beamten ermitteln nun wegen Störung des öffentlichen Blablabla, haben wir alles schon gehabt. Nach weiteren Angaben der Beamten waren ihnen ähnlich Blablabla, das habe ich auch nicht, zack, weg damit. So, wie gesagt, Leute, habt ihr es gehört? Also, das ist echt derb. Was ist denn hier los, Leute? Was geht hier ab? Wo ist diese Ruhe? Wo ist hier der ganze Frieden? Wo kann man überhaupt noch irgendwo hingehen, ohne Stress zu haben, Leute? Andauernd, jeden Tag hört man irgendeinen Mist. Bombendrohung da, Amoklauf da, da wird einer umgebracht, da wird ein Messer mit einem Messer rumhantiert, da gibt es einen Banküberfall, da gibt es einen hier Raubüberfall, da wird eine alte Frau umgeschlagen, da wird eine alte Frau ausgeraubt. Leute, wo soll das noch hinführen? Schreibt mal bitte in die Kommentare, was haltet ihr davon, Leute? Absolut krank, oder? Also, bis später, euer Pitbull TV. Ciao, ciao.